yeah, Elektroschrott. Ach hier. Ich habe euch beim letzten Mal versprochen, dass ich was ganz Bestimmtes basteln will. Und dieses ganz Bestimmte sollte, so ungefähr wie das hier aussehen. Kleines Problem damit ist, das hier tut noch nicht mal annähernd das, was es soll, weil ich zu doof bin. Und das hebe ich mir auf für irgendwann, wenn ich A, ein bisschen Bock drauf habe, was ich im Moment nicht mehr habe, und B, wenn es funktioniert. Gut, also brauchen wir ein anderes Thema, weil ich will euch ja nicht zu lange ohne mich lassen, sonst kündigt ihr noch eure Abos und es wäre schrecklich für mich. Und deswegen gibt es heute was, was immer sehr populär ist, nämlich eine Erklärbär-Folge. Eine Erklärbär-Folge zu kleinen schwarzen Chips mit kleinen silbernen Beinchen dran, die unheimlich praktisch sind. Und es handelt sich dabei um die sogenannten Schieberegister. Oh, geile Teile. Also, Schieberegister. Das hier sind Schieberegister. Typ 74 HC595. Das ist so das Standard-Bauteil. Und das sieht von Texas Instruments ungefähr so aus. Das sagt euch jetzt nicht so wahnsinnig viel drüber, was es ist oder wie es funktioniert, fürchte ich. Na gut, dann es sieht auch so aus. Seid immer noch nicht viel weiter. Hm? Na gut, ich denke, dann hilft nichts, da muss ich erklären. Bei so einem Schieberegister, ja, da sind in kleinen schwarzen Chips ganz, ganz kleine Elektronen unterwegs und das kann man scheiße visualisieren. Und aus diesem Grund haben wir andere Bits. Ich wollte eigentlich schwarze und weiße Steine aus meinem Backgammon-Spiel nehmen. Ist klar, ne? Wenn man es mal braucht, das Ding, dann ist es nicht da. Egal. Wir haben also hier einen Haufen Bits und wir gehen einfach mal davon aus, dass die roten die Nullen symbolisieren und die grünen die Einsen. Ja? Keine politische Aussage, sondern einfach nur Wahlweise. So. Und jetzt sagen wir mal, hier ist mein Schieberegister. So ein Schieberegister, ne? Das hat einen seriellen Eingang. Ein serieller Eingang heißt, da kommen nacheinander Bits rein. Ich simuliere jetzt mal einen seriellen Eingang. Und zwar von Hand, weil ich nichts Geeignetes gefunden habe zum Simulieren. Keine seriellen Eingänge. Okay. Sagen wir mal, an unserem seriellen Eingang schiebt ein Mikrocontroller in ein Schieberegister Bits rein. Und zwar geht das so. Es fängt an. Ja, warte mal, das ist jetzt von mir aus links, von euch aus rechts. Das ist blöd, also muss ich es von mir aus gesehen spiegelverkehrt machen. Ne? Also, er schiebt ein Bit rein. Nehmen wir mal an, das ist hier, ich glaube, das war eine 0. Schiebt eine 0 rein. Ja, die ist jetzt hier. Und steht im Bit 0 unseres Schieberegisters. Bit 0 ist hier. Bit 7 ist hier. Wir machen ein 7-8-Bit-Schieberegister. Als nächstes kommt eine 1. Die wird reingeschoben. Es kommt noch eine 1, die wird auch reingeschoben. Dann kommt eine 0, die wird reingeschoben. Noch eine 0. Eine 1. Wir haben schon 6. Noch eine 0, eine 7. Und noch eine 1. So, jetzt haben wir Bits in unser Register geschoben. Ja, nacheinander. Und das allererste Bit, das wir da reingeschoben haben, steht jetzt hier im Bit 7. Ja? Das zweite im Bit 6, das dritte im Bit 5 und so weiter. Bis runter zu Bit 0, wo das allerletzte ist. Prima. An diesem Punkt ein Leichtbier. Ah, sehr schön. Gut. Was haben wir jetzt von so einem Schieberegister? Ich zeige euch das mit einem Beispiel. Hier haben wir meine LEDs, die ich so für, ne, für gelegentlich. Und ich lege jetzt hier mal LEDs hin und dann könnt ihr euch selber überlegen, was es bedeuten soll. Eine hiervon. Eine hiervon. Noch eine hiervon, ne? Es ist ein Fummel. Noch eine hiervon, dann hier noch so eine kleine grüne,
noch was Blaues. Und zum Abschließen, am Abschluss, noch was Grünes. Yay! Wunderbar. Könnt ihr euch in ungefähr vorstellen, was euch der dicke Zappes damit mitteilen will? Ich denke ja. So ein Schieberegister hat nämlich für jedes von diesen Bits, die da durchgeschoben werden, einen Ausgangspin. Und wenn in dem entsprechenden Bit, ja, von das zu einem Pin gehört, eine 0 steht, dann liegt hier außen keine Spannung an. Wenn in dem entsprechenden Register eine 1 steht, also hier so ein grünes Häuschen da, ja, dann liegt Spannung an und damit sei hier so eine grüne LED gemeint. Und jetzt sagen wir einfach mal, die blauen LEDs sind aus, die grünen sind an. Juhu, Prinzip kapiert. Ja, es gibt hiermit zwei Schwierigkeiten. Und auf die werde ich gleich näher eingehen. Die eine von unseren beiden Schwierigkeiten ist das Latch-Problem. Das hat nichts mit Latschen zu tun. Die andere Schwierigkeit ist, wie soll ich mal so sagen, naja, das Taktungsproblem. Beide Schwierigkeiten werden übrigens jeweils mit einem Pin gelöst, aber zeige ich euch jetzt. Stellt euch mal folgende Situation vor. Wir sind mit unserem Schieberegister wieder ganz am Anfang. Hier alle außerhalb, ja? Die Bits sind jetzt noch im Mikrocontroller. Hier ist der Mikrocontroller. Und wir schieben jetzt die Bits so nacheinander rein. Blablabla. Wenn man das macht, ja, dann würde doch die Logik verlangen, dass die Lichter hier die ganze Zeit wild vor sich hin flackern, bis alle Teile hier am richtigen Ort sind und erst dann tatsächlich irgendwie mal stehen bleiben, wenn man aufhört zu schieben. Das wäre natürlich Käse. Man will ja nicht die ganze Zeit irgendein Flackern haben, wenn man LEDs antreibt. Also was macht man da? Ja, man verwendet ein sogenanntes Latching Shift Register, so wie dieses 595er Ding. Und was das tut, ist folgendes. Das ist im Grunde genommen ein Schieberegister, das aus zwei Registern besteht. Ich nehme die hier mal weg und mache hier oben, nee, das war an, brauche 8-mal aus. Hoffentlich habe ich noch 8-mal aus, sonst habe ich jetzt irgendwie hier verloren. 2, 3, 4, 5, 6, 7, und ich habe noch 1, 8. So. Sagen wir mal, das hier sei, ich mache jetzt mal die LEDs weg, ihr könnt euch das vorstellen. Das hier ist der ursprüngliche Zustand unseres Shift-Registers. In dem Moment, wo wir Strom angelegt haben an das Ding, ja, und alles noch aus ist, der Mikroprozessor nichts getan hat, sind einfach alle LEDs aus. Alles rot hier. So. Jetzt fangen wir an, da andere Werte reinzuschiften. So. Erst 1, dann 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die ganze Zeit über, ja, sind die hier alle ausgeblieben. Während ich hier rumgeschiftet habe, ist hier draußen, das nennt sich das Ausgangsregister, nichts passiert. Was ich jetzt mache, ist einen sogenannten Latch zu geben. Ein Latch bedeutet, dass ein bestimmter Pin an dem Baustein, an dem Schieberegister, einen kurzen Moment lang Spannung kriegt. Der wird normalerweise auf Masse gezogen, ja, mit so einem Pull-Down-Widerstand. Und dann gibt man ihm jetzt, wo man sagt, ey, ich bin jetzt fertig, alle Bits sind in place, sagt man kurzen Impuls. Und in dem Moment nimmt das Schieberegister alles, was im Ausgangsregister ist, und schmeißt es weg. Und nimmt alles, was in diesem Schiebeteil ist, und haut es an die Ausgänge. Und zack, zack, jetzt leuchten unsere LEDs genauso auf, wie wir sie haben wollen. Und zwar alle auf einmal ohne Geflacker. Das ist das sogenannte Latching. Ich muss jetzt gerade mal auf Seite 374 hier schauen, wie sich das bei Texas Instruments genau nennt. Latch. So, passend. Obwohl, das heißt hier RCK. Receive Clock, vermute ich mal so, irgendwie sowas. Ja? Gut, RCK. In dem Moment, wo man RCK mit Strom befeuert, passiert genau das hier. Wenn man es mit Strom befeuert, stimmt das? Ja, ist high active. So. Schön. Ganz große Klasse ist das. Wir konnten jetzt also diesen ganzen Kram hier durch die Gegend schieben. Und wir können also, ja, was können wir eigentlich? Das sage ich euch. Wir können damit an einem Mikrocontroller, der eine begrenzte Anzahl von Ausgängen hat, ich meine,
Mal irgendwie so, keine Ahnung, ja, vorher habt so ein Tiny, ja, ihr habt vielleicht, was weiß ich, zwei Pins noch frei und ihr müsst 16 LEDs befeuern, ja. Was macht ihr? Nehmt ein 16-Bit-Schieberegister, ja, und hängt das an euren freien Pin und könnt damit schön 16 LEDs befeuern. Das geht auch sehr, sehr schnell. Also das geht wirklich unglaublich schnell. Und das kann man verwenden, um ganze Display-Matrizen oder sowas anzusteuern. Coole Sache, das stehe ich voll drauf. Sollte jeder haben. Ja. Jetzt ist nur noch eine Frage. Ich sage die ganze Zeit, ich schiebe Bits da rein. Ja? Aber wenn wir jetzt nochmal schauen, hier an den Prozessoren, die haben keine Löcher, wo man Bits reinschieben könnte. Und dementsprechend muss das wohl irgendwie anders funktionieren. Hm, tut's auch. Und dafür gehe ich ins Papier. Ja, wenn der dicke Zappes zum Papier greift, wird's immer so ein bisschen mutig. Also, wenn wir mal annehmen, dass wir hier den Eingangspin von unserem Schieberegister haben, ja, das geht hier irgendwie rein in so einen Chip, ja, dann muss hier ja irgendwie Strom liegen. Ja. Also nehmen wir mal an, wenn ich hier so eine Linie mal zeichne, ja, so ganz zart, das hier sein 0 Volt. Ja. Wir stellen uns vor, die Linie sei gerade. Ist sie natürlich nicht. Egal. Und jetzt will ich hier 8 Datenbits reinschieben. Ja. Ich unterteile das jetzt einfach mal in Bits. Jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jetzt haben wir die Bits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja? 8 Bit. Ich schiebe das mal rüber, dann habt ihr auch das 0. Bit noch dran. Man kann sich jetzt fast vorstellen, wie das in ungefähr funktionieren muss. Ja? Wenn ich der Reihe nach hier meine Bits reinschieben will, ja, damit die hier irgendwann mal in diesem Schieberegister landen, ich male hier mal das Schieberegister hin. Ja, zack, zack, zack. Ja, sind 8 Bit. Muss ich hier irgendwie eine Spannung anlegen? Ja. Sagen wir doch mal, ich lege eine Spannung an, die geht hier auf 5 Volt, dann geht sie hier runter, bleibt unten, geht hier mal wieder auf 5 Volt, geht hier auf 5 Volt, geht erst hier wieder runter. Ist hier auf 5 Volt, bleibt hier unten und ist hier mal auf 5 Volt. So. Ich habe die übrigens absichtlich ungleichmäßig gezeichnet, also so, dass die hier auch mal über diese Grenzen drüber geht. Das hier wäre ein Signal, mit dem man bei sogenannter synchroner Datenübertragung nichts anfangen könnte. Was ist synchrone Datenübertragung? Synchrone Datenübertragung ist sowas wie bei einer seriellen Schnittstelle, ja, wo man sagt, ja, diese Zeitabstände, die wir hier haben, die sind jeweils genau, keine Ahnung, eine Millisekunde lang. Und wenn innerhalb dieser Millisekunde die 5 Volt erreicht sind, dann ist es eine 1 und ansonsten ist es eine 0. Und wenn das Ganze aus dem Takt gerät, weil man mal zu schnell oder zu langsam sendet, dann ist alles kaplui. Ja. Gut. Das hier ist keine synchrone Datenübertragung bei so einem Schieberegister, weil hier gibt es gewissermaßen noch einen zweiten Pin, der da reingeht. Und dieser zweite Pin, ja, für den male ich jetzt hier auch mal so eine 0-Volt-Linie. Ich gehe mal zeitlich noch ein bisschen weiter. Ja. Also das hier soll die Zeit sein. Ja. Und bei diesem Pin hier machen wir jetzt Folgendes. Wir gehen hier kurz auf High, genau in der Mitte von dem Bereich. Wir gehen hier kurz auf 5 Volt. Wir gehen hier kurz auf 5 Volt. Wir gehen hier kurz auf 5 Volt. Und hier, naja, ihr könnt euch vorstellen, wie das in ungefähr aussieht. Ja. Das heißt, hier haben wir einfach nur so ein, ja, das ist halt ein Taktsignal. Und das Schieberegister funktioniert jetzt so, dass immer, wenn es ein plus 5 sieht, dann misst es, was es hier sieht. Und wenn das hier dann 5 Volt sind zu dem Zeitpunkt, dann ist das eine 1. Und wenn das hier zu dem Zeitpunkt 0 Volt sind, dann ist das eine 0. Das heißt, hier bei unserem ersten Clock-Impuls, den wir hier haben, ja, ich nenne das hier mal, ich benutze mal die Nomenklatur von Texas Instruments. Es handelt sich dabei um SRCK.
Serial Clock. Und jetzt muss ich mal kurz schauen, das Ding ist High Active, passt. So. Und das Ding hier, das heißt bei Texas Instruments SER für Serial Data, nehme ich mal so an. Ja, genau. Und jetzt passiert Folgendes hier. Da, wo das Ding hier auf High springt, haben wir hier oben 5 Volt, hier haben wir 0, hier haben wir 5 Volt, hier 0, hier 5 Volt, hier 5 Volt, hier 0, hier 5 Volt. Das heißt, die Zahlen, die hier stehen, sind in Wirklichkeit 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Und das landet hinterher genau so, wie es hier oben steht in unserem Schieberegister. Also wenn das Ganze hier durch ist, steht hier 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Ich hoffe, das war verständlich. Also so im zeitlichen Ablauf läuft es jetzt, ich habe hier den Pfeil eigentlich falsch schon gemalt, im zeitlichen Ablauf laufen wir hier so gewissermaßen durch und es macht 1, 0, 1 und so weiter, bis am Ende von den Bits 0 bis 7 dieser Kram da im Schieberegister steht. Mal rüberschieben, mein Register. Schön. Und jetzt haben wir hier noch ein drittes Signal. Und das heißt, wie gesagt, bei Texas Instruments RCK. Und das ist dafür da, um irgendwann mal zu sagen, wir sind jetzt fertig. Und das würde im Zweifelsfall hier die ganze Zeit 0 sein. 0 Volt. Und hier einmal kurz auf 5 Volt gehen. Pfup. In dem Moment, wo das Ding hier irgendwann mal auf 5 Volt geht und eigentlich... Wisst ihr was? Nach links oder nach rechts, wie dem auch sei, ja, Zeit fließt in irgendeine Richtung. Worauf ich hinaus will, das ist falsch. Es muss eigentlich hier sein, weil wenn wir die Zeit so messen, wann das Zeug hier ankommt, dann kommt hier erst dieses Bit, dann dieses, dann dieses, dann dieses, dann dieses, dann dieses, dann dieses, dann dieses hier an. Und wenn wir komplett fertig sind am Ende, ganz am Ende macht es hier noch einmal Pling auf der RCK-Leitung, ja. Und was in dem Moment passiert, also dieses Clock-Signal hier, das sorgt hier dafür, dass da was passiert. Und dann haben wir hier dieses RCK. In dem Moment, wo das kommt, überträgt der diese Werte hier hoch. 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Und hier sind direkt meine Ausgangspins dran. Das heißt, wir haben jetzt hier eine LED, die an ist, eine, die aus ist, eine, die an ist. Eine, die an ist, eine, die aus ist, eine, die an ist, eine, die aus ist und eine, die an ist. Tada! So einfach kann das gehen. Gut. Eine interessante Frage wäre jetzt, was passiert denn, wenn wir hier mit durch sind, das RCK-Signal geschickt haben, ja, und die LEDs hier angefangen haben zu leuchten, und wir weiter shiften. Also wenn ich jetzt wieder irgendwelche Zahlen, andere Nullen und Einsen da reinschiebe. Dafür gibt es hier nochmal einen Pin. Und jetzt male ich hier mal Richtungen dran. Das hier sind alles Eingangspins von unserem Chip. Und dann gibt es noch einen Ausgangspin. Ich schaue gerade mal, wie der hier bei TI heißt. SCK, RCK. Nanu, bin ich denn doof? Ah, das Ding heißt QH'. Lustig, wie die das immer benennen. Und das ist ein Ausgang. Weil hier können wir unseren nächsten Chip dranhängen. Da machen wir hier auch unser SER. Und da machen wir hier unseren Serial Clock. Und da machen wir hier unseren Latch. Und das, was hier rausgeht, geht hier einfach rein. Und Clock kann einfach hier mit Clock verbunden werden und Latch kann einfach hier mit Latch verbunden werden, weil die Taktung ist ja überall gleich. Ne? Und wenn das hier fertig ist, logischerweise auch der fertig, also kann man auch allen gleichzeitig dieses Latch-Signal geben. Wir haben also weiterhin zu unserem Mikrocontroller hier auf der Seite hin nur zwei
Pins, die wir brauchen. Das ist ganz schön praktisch. Und wenn man mehrere von diesen Registern hintereinander hängt, also zum Beispiel hier die hier, ja, die haben, lasst mich nicht lügen, ich bilde mir ein, die hätten tatsächlich 16 Ausgänge und nicht nur 8. Nee, ich lüge, die haben tatsächlich nur 8. Und diese wunderbaren Teile hier kann man nehmen. Und dann nehmen wir 2, 3, 4, 5. Wir könnten alle 5 Dinger, die hier sind, nehmen und könnten damit ein langes 40-Bit-Ausgabeschieberegister machen, indem wir die einfach nur alle miteinander verketten. Das ist ziemlich cool, oder? So, das ist ein Schieberegister. Und wie wird sowas jetzt unterstützt? Ja. Im Grunde genommen ist das ganz einfach. Ihr habt ja gesehen, man hat so einen Datenausgang, der irgendwie Einsen und Nullen rausjagt, und man hat so einen zweiten Ausgang, wo immer eine 1 kommt, wenn das, was an dem anderen ist, gerade ein Signal sein soll. Das könnt ihr auf 2 beliebigen Pins von jedem Mikrocontroller machen. Ja? Da braucht ihr nur ein bisschen Software dazu. Das Schöne ist, ihr müsst das nicht mal mit irgendeinem Timer-Interrupt oder so einem Scheiß machen, weil dadurch, dass ihr dieses Clock-Signal habt, ja, wenn ihr zwischendurch 5 Sekunden lang gar nichts macht, sondern einfach Pause, dann passiert einfach nichts in der Zeit und es geht ganz normal weiter, wenn ihr wieder Clock-Signale schickt. Das ist ziemlich cool. Das ist ein gutes Feature an diesen Schieberegistern. Ansonsten ist es aber auch so, wenn wir uns hier mal so einen üblichen Chip anschauen, so einen Atmega 328, der hat hier 2 Pins, und zwar SCK, wie ist Serial Clock, und irgendwo muss ich auch noch SDA sein. Ich bin gerade, ja genau, hier oben SDA. Und SCL kann man, glaube ich, dann fürs Latching verwenden. Serial Clock Latch oder so ähnlich, keine Ahnung. Jedenfalls, das sind dann Pins, die von dem Chip speziell unterstützt werden. Da müsst ihr mal ins Datenblock schauen, wie es genau geht. Das nennt sich dann Two-Wire Interface TVI. Das ist ganz cool. Da kann man dem Chip nämlich sagen, hier, feste Frequenz, machen wir 400 kHz. Und jetzt schiebe ich dir in dieses Register hier diese 8-Bit und dann takte die doch bitte einfach mal raus über deine Ausgänge. Von der Arduino IDE wird das sogar über einen Befehl unterstützt. Schaut euch mal Shift-Out an. Gibt alternativ auch Shift-In. Sollte es etwa auch Schieberegister für Eingänge geben? Ja, gibt's. Dürft ihr euch selber raussuchen, das Datenblatt, wie es heißt. Mach jetzt nicht. Ja. Schieberegister mit Häusern und Hotels. War ein Wunsch von Marco, der hat mir da geschrieben über, ich weiß gar nicht, ich glaube Hangouts, und meinte, ja, das mit den Schieberegistern, da hätte er gerne mal ein Tutorial dazu. Marco, bitte. Ich nehme mal an, du hättest jetzt auch ganz gerne ein bisschen Quellcode oder so gesehen, aber ganz ehrlich, Quellcode auf der Arduino-Plattform sieht aus Shift-Out irgendein Wert. Und im Arduino-Tutorial steht auch genau, wie man es beschalten muss. Und für irgendwie so eine Atmega oder so, schaust du kurz ins Datenblatt, steht ein Beispiel drin, das ist ganz easy. Kannst du. Bin ich mir ganz sicher. Damit seid ihr jetzt alle schlauer, was Schieberegister angeht. Außer wenn ihr es vorher schon gewusst habt. Ich kann mich wieder diesem Arsch hier zuwenden. Und ich schaue mal, wenn ich mal wieder ein Elektronikvideo mache, aber in der Zwischenzeit haben wir noch überlegt, es könnte sein, dass da so ein ganz unelektronisches Bastelvideo dazwischen kommt, aber auch das hängt wieder davon ab, wie ich Bock habe. Und irgendwie im Moment Bock. Diese Frühjahrsmüdigkeit, ganz elend. Spätestens im Mai gibt's mal Bock. Ist ja auch schon mal was wert. Aber ich mache schon mal wieder irgendwas. Hoffentlich nicht ganz so ein Käse wie heute. Und ich wünsche euch bis dahin, wie Philgut sagen würde, etwas Gutes. Tschüssing.